Die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, woran erkennt man eigentlich eine Diktatur? Nun, ich denke, ein Hauptkriterium ist, dass es eine echte Opposition gibt und darüber hinaus, wie mit dieser Opposition umgegangen wird. So gesehen war die DDR sicherlich eine Diktatur. So gesehen ist aber sicherlich auch die Bundesrepublik von heute keine lupenreine Demokratie, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen auch zeigen, woran man das tagtäglich sieht und wir das tagtäglich erfahren. Wir haben für die morgige Debatte 5 konkrete Anträge vorgelegt, wollten Sie eigentlich zu den Haupttagesordnungspunkten hinzustellen. Das haben Sie abgelehnt, obwohl diese Anträge thematisch alle sehr gut dazu gepasst hätten. Aber wissen Sie was? Uns verwundert das auch nicht mehr, weil das passt ins Konzept. Genauso wie Sie das hinzustellen, unsere Anträge ablehnen, verwehren Sie uns einen Vizepräsidenten, verwehren Sie uns die Vorsitze in den Ausschüssen, verwehren Sie uns die Mitgliedschaft in wichtigen demokratischen Kontrollgremien. All das, meine Damen und Herren, ist nicht nur ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung, das ist unkollegial und undemokratisch. Kommen wir zur Sache. Der 17. Juni, meine Damen und Herren, muss wieder ein zentraler Bestandteil unserer Erinnerungskultur werden. Und seien wir mal ehrlich, der 3. Oktober, der hier als Ersatz gefunden worden ist, statt des 9. Novembers, der ist doch bis heute ein seelenloser Tag, ein Datum für Bürokraten geblieben. Wir bräuchten wieder einen echten Tag, an dem das Volk sich besinnen kann auf seine demokratischen Wurzeln. Hier wäre der 17. Juni oder auch der 9. November viel besser geeignet, meine Damen und Herren, als nationaler Gedenk- und Feiertag. Wir dürfen uns aber nicht nur auf Rituale beschränken, wir müssen auch etwas tun und wir müssen wieder aktiv werden gegen den Kommunismus, der heute nicht mehr als Bedrohung von außen kommt, sondern von innen, meine Damen und Herren. Und allzu häufig trägt er inzwischen ein grünes Mäntelchen und ist nicht mehr ganz so leicht zu erkennen, aber von innen ist er tiefrot. Deshalb fordern wir in unseren vorliegenden Anträgen, endlich das Denkmal für die Opfer des Kommunismus zu errichten. Sie verschleppen das seit 8 Jahren. Noch immer ist kein rechtssicherer Standort gefunden. Der Architekt weigert sich. Es gibt Dutzende von Problemen. Das alles wird noch jahrelang dauern. Genauso gehen Sie um mit den Stasi-Akten. Tausende von Stasi-Akten werden nicht rekonstruiert. Auch hier gibt es rechtliche Probleme, finanzielle Probleme, sonst was. Das Problem wird verschleppt, verschleppt, verschleppt. Und so geht es in allen Bereichen weiter. Meine Damen und Herren, genauso das Thema Linksextremismus. Sie tun nichts gegen den Linksextremismus von heute. Auch hier brauchen wir dringend mehr Aktivitäten. Das alles zu tun, gebietet einmal unsere historische Verantwortung, der Respekt vor den Opfern, den Toten und den noch Lebenden. Vielen Dank. Eine Sache muss ich vielleicht dann doch noch mal richtig stellen. Wenn eine Wahl nicht im Sinne der AfD ausgeht, ist das natürlich noch kein Verstoß gegen die Geschäftsordnung. Als nächstes erhält das Wort für die SPD-Fraktion Simona Koch.